Hallo, liebe Freunde des gepflegten rundenbasierten Strategiespielspaßes und willkommen zur nächsten Ausgabe von Civilization 6 gemeinsam mit Mr. Murp. Hallo. Hallihallo. Ah, sehr gut. Sehr gut, das hat funktioniert. Ich habe das letzte Mal hier dafür gesorgt, dass ich mehr Wohnraum jetzt in Washington habe und dadurch wächst die Stadt auch wieder so, wie ich mir das gewünscht habe. Einzige, was jetzt vielleicht noch geiler wäre. Aber das werde ich nicht erleben. Ach, egal. Einen Missionar hätte ich gerne. So, kann ich jetzt... Ich kaufe mir jetzt auch gleich einen Naturforscher. Okay. Weil ich nämlich rauskriegen will, was die tun. Das ist die einzige Einheit, wo ich noch nicht begriffen habe, was die mir spielerisch bringt. Ich weiß, ich kann mit der irgendwie ganz, ganz komisch Naturschutzgebiete definieren, aber ich weiß nicht, was mir das bringt. Ja, verstehe. Oh, der greift doch tatsächlich hier meinen... und vor allem, das hat es ordentlich wehgetan. Ich glaube, der Brasilianer ist gerade ein Ticken stärker geworden, weil ich... gibt es so viel Plastik, dass Leopardenfell aus Vinyl... Ich höre euch kämpfen, aber ich sehe es nicht. Weil die Städte auch auf einmal stärker geworden sind von ihm. Einfach nur, um zu erfahren, wie es ist, durch die Welt... Ja, dann hat er wahrscheinlich gerade einen Technik... Vielleicht hatten wir schon ein Forschungsabkommen. Wenn du verfehlst... Nee, glaube ich nicht. Ich habe jetzt gerade 3 Technologien auf einmal bekommen. Warum auch immer. Nicht fragen. Nee. Was? Großer Händler, Levi Strauss, gewährt 2 Jeans. Geil. Ein Levi Strauss. Ein exklusiv hergestelltes Luxusgut. Ich wusste nicht, dass Jeans ein Luxusgut sind. Das ist echt interessant, ja. Naja, im Grunde eigentlich schon. Ich meine, Jeans haben sich ja so dermaßen durchgesetzt global, ne? Also ja. Es muss einen Grund geben, warum. Nicht nur, weil es besonders günstig in der Herstellung ist, sondern halt auch einfach... Leute tragen es halt auch einfach gerne. Und es ist halt einfach was Wahres dran. Es ist im Vergleich zu vielen anderen Klamotten, die man so theoretisch zur Auswahl hat, doch sehr, sehr bequem zu tragen. Auf alle Fälle. Oh, Leuchtturm. Boston. Ich brauch eigentlich noch mehr von den Missionaren hier. Eiffeltürm? Gebiet. Okay, was ist denn jetzt hier? Ach so, Rio, was machen wir denn mit dir? Was ist denn hier? Kein Wachstum. Das ist ja mal nicht so schön. Bau erstmal die Kanalisation und du gehst dahin und reparierst den Bauernhof. So, Washington. Warte mal. Ah, hier muss ich hin. Drücke ich jetzt hier meine Jeans, hä? Ja, jetzt habe ich Jeans. So, ja. Passend, ich bin Amerikaner, ne? Irgendwie schon, ja. So, das war der... Das war eine militärische Wassereinheit. So, kann ich jetzt... Kannst du angreifen? Ach, das ist doch blöd. Es klappt noch nicht. So, jetzt haben wir das da. Aber jetzt muss es doch reichen. Komm. Belem gehört mir. Und der nächste Siedler, den ich noch dazu bekommen habe. Das ist echt geil, wie ich einfach noch eben die Siedler wegnehme. Passt aber auch dann wirklich nicht besonders gut drauf auf, ne? Naja, nee, die sind halt in den Städten. Also ich nehme die Stadt halt ein, da steht immer noch ein Siedler mit drin. Wofür auch immer. Es gäbe immerhin noch genügend Platz, so viel weiß ich. Hast du jetzt eigentlich irgendwo eine Seeschlacht mit dem am Laufen? Nee, ich habe jetzt nur gerade den Ramborg, der da standen 2 Einheiten auf dem Wasser und davon habe ich eine zerstört. Okay, grotesk. Und die Salvador da Bahia greift mich halt immer an, das ist die Stadt. Und mein Schiff steht halt vor ihren Türen. Und meinen Schiffen sagen, oder was heißt Schiffen? Das sind eigentlich Landtruppen, die ich alle gewassert habe.
Irgendwie habe ich die Angewohnheit, alle meine Truppen ständig zu wassern. Warum auch immer. Muss eine amerikanische Eigenart sein, weißt du? Navy Seals und so ein Spaß. So, also im Religionssieg führe ich jetzt. Ja, wundert mich nicht. Warum sinkt meine militärische Stärke? Das verstehe ich nicht. Vielleicht ist es immer im Verhältnis? Keine Ahnung, aber ich habe jetzt auch keine Einheit verloren. Aluminium, Aluminium. Okay. Sag mal gucken, wo ich jetzt überall Aluminium habe, stelle ich gerade eben fest. Weil das ist ab jetzt für mich super strategisch wichtig. Weil ich ja jetzt als Amerikanski wahnsinnig auf Flugzeuge setzen werde, neben meinen Bodentruppen. Und hell yeah, werde ich auf Flugzeuge setzen. Ach, wie geil. Aluminium, das entsteht teilweise wirklich... Das ist cool. Moment. Eigentlich Eisen. Müsste ich mal noch ein... Kann ich den kaufen? Ach Gott, der Ranger kostet 780 Gold. Leck mich. Fuck. Also ich meine, ich habe Aluminium, aber ich habe weniger, als ich mir erhofft hatte. Ist natürlich nicht so gut. Ratatatatatatat. So, jetzt aber Rundenwechsel hier. Jo. Ja, noch nicht ganz. Irgendwas ist ja noch... Ah, hier. Arbeitstrupp. Ich muss hier tatsächlich auch noch... Ich werde mitten in der Wüste eine Stadt bauen müssen. Einfach nur, um an dieses Aluminium ranzukommen. Gerade freust du dich noch und im nächsten Moment... Nein. Ja, ein Aluminium habe ich ja schon. Aber halt nur eins. Und ich sehe auf der ganzen Map nirgendwo mehr. Was macht denn diese Infanterie hier? Ey, Kollege, wir brauchen dich hier drüben, aber dringend. Move your ass. Hallo? Geh da hin. So. Ich sehe jetzt auch in deinem Reich nirgendwo Aluminium. Aber ich sehe halt auch dein Reich nicht komplett. Weil wir keine offenen Grenzen haben. Ich weiß gar nicht, ob ich Aluminium schon freigeforscht habe. Ist ja egal, ich müsste es ja schon sehen können. Was brauche ich denn für den Aluminium für eine Technologie? Flughafen. Also war das irgendwie... Das Flughafen habe ich schon. Nein, nein, also da, wo du halt auch Bomber hast und so. Ach so. Also nicht den... Nicht den kleinen Flughafen, sondern so den Flughafen halt. Aha. Ja, den richtigen halt. Was ist jetzt? Inspiration auf Atomprogramm. Aha, oh, sehr schön. So, jetzt habe ich die Raketenwissenschaftin. Was ist denn das hier? Kann nur auf Öl gebaut werden. Schaltet die Handwerkerfähigkeit frei, eine Bohrinsel zu bauen. Ah, oh. Warum kann ich noch keine Panzer bauen? Weil ich ja kein Öl habe. Ich erinnere mich. Das habe ich zum Glück. Ja, ich habe ja auch Öl, aber ich konnte bisher nicht... Warte mal, da brauchte ich Plastik. Das habe ich doch eigentlich mittlerweile. Dann kann ich ja die Bohrinsel ja bauen. Und hier muss was repariert werden. Dann kaufe ich doch mal bitte einen Handwerker. So. Oh Gott, in der Stadt ist ja gar nichts gebaut. Was hat denn der Chinese mit seinen Städten gemacht? Ja, nicht nur der Chinese ist da manchmal so... Oh Gott. Ich weiß gar nicht, was ich da... Was baue ich denn da jetzt? Ich baue keinen Händler, du blöder Berater. Ich baue einen Hafen. Dahin. Das ist mehr Geld. Hispalis. Was mache ich denn mit dir? Fahr da hin, wenn ich das schon sage. Oh, meine liebe Flotte.
Naja, Flotte ist mal wieder total übertrieben. So, was mache ich denn mit dem Handwerker hier? Ach, der kann dort einen Bauernhof bauen, ja. Ach, wie süß! Und tschüss, du Kom... Was, das lebt noch? Ja, das ist so ein Barbaren-Fregatterich. Und ich habe halt gerade mit so einem richtig ausgewachsenen Kriegsschiff draufgeballert, weißt du, so World of Warships-mäßig. Tja. Bleibt halt stehen. Kein gutes Leben, aber bleibt halt stehen. Wer weiß. Was mache ich denn jetzt mit diesem Siedler hier? Ich muss erstmal Gebiet erforschen. Ich setze den erstmal auf Schlafen. Affen. Kann die Stadt jetzt angreifen? Nee, kann sie nicht. Wow. Wie kriege ich diesen Bogenschützen? Philadelphia, tu doch mal intelligente Dinge und bau ein Kraftwerk. Otto. Das ist ein Filmstudio. Warum sind denn die Krabben noch nicht angeschlossen und die Fische? Was ist das denn? Ach, KI. Mach einmal was Intelligentes. Kann ich jetzt endlich Demokratie werden? Nee, kann ich nicht. Ich kann aber wieder eine Wirtschaftsdingens machen. Enteignung, Landkauf, 20% öffentliches Transportwesen. Opernhaus und Kultur durch den Reifen Gebäude der Therapie. Nicht Therapie! Jesus Gott! Von Theater, nicht Therapie. Öffentliche Bauvorhaben. Oder muss der Ballon irgendwie vorgelagert sein? Oder muss der auf... Ich habe das noch nicht so richtig begriffen. Muss der noch vor der Artillerie stehen? Ich lese jetzt mal gerade mal. Ich gucke jetzt mal kurz in die Hilfe rein. Wie heißt der? Ballon? Ja, warte mal, ich gucke mal. Ich glaube Aufklärungsballon oder irgendwie sowas in der Art. Warte, ich schau mal kurz. Habt ihr selber hier Aufklärungsballon. Unterstützung ist einer der Moderne. Verleiht angrenzende... Da haben wir es doch schon. Verleiht angrenzenden Bombardierungseinheiten plus 1 Reichweite. Aha. Ja, ne, ich dachte, der muss auf demselben Feld stehen wie die Artillerie. So mache ich das halt. Ja, aber dann kann immer nur die daneben steht. Gut, dann habe ich bis jetzt einfach den Zufall gehabt, dass ich bis jetzt jedes Mal sie nebeneinander stehen hatte. Ja, das kann sein, ja. Oh, Leute, das muss man ja wissen. Das ist natürlich... Guck mal, kannst du dich dahin bewegen? Nee. Dann ist es ja tatsächlich auch egal, wenn der dahinter steht, ne? Dann. Ja, macht ja Sinn, weil ansonsten kann er ja höchstwahrscheinlich von Fliegern demnächst einfach weggeknallt werden. Ja. Das ist ja auch nicht unbedingt das, was man sich jetzt wünscht. Kann man damit das MG auf 2 Schussfelder erhöhen? Nee, ich glaube nicht. Also ich habe das... Also ich habe es noch nicht probiert. Du kannst es ja mal probieren. Mir ist es jetzt nicht geläufig, aber es ist ja auch keine Artillerieeinheit. Ja, ist nicht mehr zumindest. Das stimmt. Ah, hier ist Aluminium noch. Das ist praktisch. Ja, ist klar. Hier ist jetzt überall Aluminium, wo ich nicht hinkomme. Ja, Ballon. Bleib dort. Infanteriekorps. Ach Gott, überspringen. Was ist denn jetzt noch? Oh Mann, ich will die Runde beenden. Hey. Hilfe, ich will doch nur die Runde beenden. Boah, ist aber auch krass. Washington hat eine Produktionskraft von 98,8. Das ist ziemlich viel, ja. Ich habe schon gedacht, Lissabon wäre gut mit ihren 67,1, aber dagegen stinken die ja voll ab.
Och, diese ganze Inquisitorenarmee von dem Norweger lebt ja immer noch. Ich dachte, die ist mittlerweile mal ein bisschen dezimiert worden. Scheinbar nicht. So, jetzt müsste die Artillerie ja eigentlich schießen können. Ja, kann sie auch. Also das Lustige ist... Lol. One-Shot. Jetzt habe ich endlich das Wahlrecht. Hallo? Hallo. Danke. Jetzt. Ich bin eine Demokratie. New Deal. Ja, plus 4 Wohnraum und 2 Annehmlichkeiten. Minus 8 Gold für Städte mit mindestens 3 Spezialbezirken. Was ist das hier jetzt? Arsenal der Demokratie. Eure Handelswege zur Stadt eines Verbündeten bieten plus 2 Nahrung und plus 2 Produktion für die Städte. Her damit. Ja, das klingt gut. Was baue ich denn jetzt mal hier? Oh, 58 Runden? Are you kidding me? Was? Ach komm, bau das da. Ja. Guck mal. Oh, krass. Das hat sich jetzt gewaltig geändert hier. Ja, mehr davon. Ich habe gerade eben 2 verschiedene Handelsbildschirme gesehen, ne? Mhm. Und den vor der Änderung zur Demokratie und den danach. Und der danach war im Grunde doppelt so gut. Nice. Ich weiß gar nicht, ich kann die... Ach, Wahlrecht ist das, ne? Das dauert bei mir noch 5 Runden, dann habe ich das auch. Machen wir mal ein Atomprogramm. Schanzen. Parieren. Auch. Ich denn jetzt oh, mein huch, da ist noch eine Stadt. Shit. Das ist natürlich jetzt etwas schwierig. Warte mal, Artillerie. Geh du mal dahin. Die Ballon erstmal dorthin setzen. Oh ey, Wegfindung ist der Hammer. Du, dich will ich hier dahin. Ach Gott, eine Runde. Alter, der hat noch einen Speerträger. Ernsthaft? Okay und tschüss. So, jetzt fahre ich mal hier so durch. Und guck mal, ob ich endlich mal was von euch sehe hier, aber ich glaube nicht. Nö. Nö, sag doch. Ich habe keine Ahnung, wo du deinen Krieg da führst. Immerhin habe ich jetzt Öl. Juhu, Öl. Böff. Arbeiter. Ist hier schon was gebaut. Und der Hund gehört mir. Wo gehe ich denn jetzt hin? Dahin. Riechen. Peng. Oh geil, ist das geil. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wohin mit den Inquisitoren, weil... Ach, guck mal, hier kann man nochmal hin. So, ich glaube, ich hab's jetzt auch gleich. Und was ist damit? Komm, wir greifen das hier einfach mal an. Können die schon drauf haben? Nicht viel. Gut. Ja, müsste jetzt auch langsam endlich mal da sein. Jetzt zieh doch mal zu, Junge, dass du hier auf diesen Aluminiumplatz kommst. Das ist ja nicht mehr zu fassen. Mal am Gucken, ich bin hier total... Es wäre manchmal geiler, wenn man so ein bisschen gezielter auf der Karte nach Ressourcen suchen könnte, ne? Ja, das stimmt. Das ist aber in den vorhergehenden Teilen auch schon so mega anstrengend gewesen. So, ich glaube, das könnten die letzten beiden Städte von Brasilianer sein. Und eine davon ist auch bald weg. Naja, gut, soll mir egal sein. Das ging dann überraschend schnell. Da komme ich wieder nicht ran.
Seufz. Habe ich schon 8? Okay. Was ist denn jetzt noch hier? Inquisitor. Ja, hier, mach mal. So, ich bin auch durch. Autsch. Oh, der haut jetzt hier schon rein. Boah, ist das geil, wie jetzt Washington wächst, ey. Also Washington hat seine wahre Macht noch nicht erreicht. Ah, die Feldkanone kann von dort nicht schießen, so ein Mist. Dann muss das Kriegsschiff das erledigen. Das funktioniert sogar ziemlich gut. Die Produktion hat einen. Ja, okay, du bist dagegen sehr, sehr schwach eigentlich. Ein Objekt hier kaufen. Ich weiß es nicht. Einen Handwerker oder einen Händler. Militärpionier? Nein. Weiten wir uns noch weiter aus. Weil es würde Sinn machen. Okay. Hier sehr, sehr bald. Einen Handwerker zu haben. Lissabon. Au, das hat wehgetan, mein lieber Brasilianer. Bauen. Was bauen wir denn mal hier? Eigentlich brauche ich noch einen Händler. Ach komm, Kriegsschiff. Moment, eigentlich wollte ich ja, genau, ich wollte Buenos Aires danach noch angreifen. Ich habe nach wie vor große Kriegspläne, weißt du? Ich merk schon. Ah, schade, dass die hier nicht über den an den Berg vorbeischießen kann. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Ah, dann nützt es nichts. Ich lasse erstmal dort stehen und mache nichts. Ja, warum nicht hier hin oder dahin? Die sind ja wirklich lästig langsam, selbst dann, wenn sie eigentlich schon Autos haben, ne? Das ist echt das einzige Öl, was ich habe. Das ist ja schon. Das Ölproblem kenne ich auch. Bisschen unschön. Okay, was mache ich denn mit dem Arbeiter jetzt hier? Du könntest dort eigentlich auf dem Berg mal eine Mine bauen. Jetzt rennt dieser. Alter, hau ab. Also weit kommen die auf der Straße ja schon, die Rough Rider. Das muss man ihnen lassen. Es gibt schon Einheiten, die auf Straße ziemlich gut unterwegs sind. Halleluja. Ah, ich habe gerade gesehen, du hast da irgendwas gerade zum Judentum bekehrt. Das kann Rio sein. Dann wird es wohl Rio sein. Da ist nämlich gerade ein Schiff von mir vorbeigesegelt. So. Der kann natürlich nicht angreifen, dann springen wir ihn einfach. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee. Schanzen. Nee, natürlich, weißt du, der Norweger, der hat so einen Lack, der hat Eisen und direkt daneben Aluminium. Direkt daneben. Okay. Warte mal, irgendwas wollte der Norweger doch gerade von mir. Ging scheinbar doch nicht. Gerade hatte ich ja noch eine. Wollte der Norweger mir. Quatsch, der Norweger. Der Brasilianer mir was anbieten, aber jetzt ist es verschwunden. Dann war es auch nicht wichtig. Ja, höchstwahrscheinlich wollte er nur darum betteln, dass ich ihn in Ruhe lasse. Niemals! Aber das machen wir nicht! Oh, endlich! Ich habe endlich Aluminium erschlossen.
Was fehlt denn jetzt schon wieder? Ach so. Komische Insel hier mit Tee, Reis, Schokolade, Eisen und Kohle. Ach so, ja, und Vieh gibt's auch noch. Das könnte die letzte Runde vom Brasilianer sein. Und die letzte Runde der Folge. So, ab jetzt kann ich Flugzeugträger bauen. Wenn es keine Elektrizität gäbe, würden wir alle... So, nächste Forschung. So, Plastik. Seehafen. Ja, sehr gut. Das ist das Stadion. Wrack. Aha. Oh, das will ich haben. Plus 2 Produktion, okay. So, Washington. Warum sind die Probleme in den Annehmlichkeiten jetzt wieder weg? Na gut, nicht in allen Städten, aber in manchen zumindest. I don't understand this. Kraftwerk ist natürlich auch geil. Machen wir erstmal das. Feuer, ich kann es mir nicht leisten, es einfach zu kaufen. Boah, ist gerade überall was fertig geworden. Nice. Ach Gott, kann ich da keinen Naturforscher bauen, weil der da rumsteht? Nee, okay, dann weiß ich es nicht. Er versucht jetzt noch mit seinem Speerträger aufs Meer zu flüchten. Peinlich, oder? Irgendwie schon. Ach, die Stadt kann doch nicht fallen, die Runde. Shit. Es sei denn, das MG kann jetzt... Nee, kann es nicht. Shit. Gut, aber dann wenigstens die Stadt. Komm, hier mal eine Fabrik hin. Ist das scheiße. Wobei, eine Sache könnte ich ja machen. Na, später. Kanalisation oder Schiffswerft? Ich entscheide mich für die Schiffswerft. Ach, jetzt war ich zu übermütig. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Aber egal. Hallo, du kannst wieder zurückgehen. Da steht eine Runde. Geh wieder zurück. Mist. Ja, dammit. Ja, ich habe gedacht, die Stadt fällt jetzt. Aber ich hätte noch mit der anderen Artillerie draufschießen müssen. Aber die Art, das ist die Art, die nach Bewegen noch schießen kann. Na dann. Uff. Hat sie sich jetzt selber den Arsch gerettet? Ach nee, hier unten ist noch eine brasilianische Stadt. Seoul gehört eben auch noch. Na dann. Das hier, Perlen hat der hier. Der Buenos Aireser. Naja, dann. Stadt behalten. Regenerier du dich. Produktion wählen. Naja. Mal das reparieren. Regenerieren. Oh Gott, Buenos Aires hat eine wilde Mischung aus Katapulten und, Musketenkämpfer. Oh, klingt spannend. Ja, wird ein total fairer Kampf, das sehe ich jetzt schon kommen. Also ich muss die erobern, damit die auch nur eine ansatzweise eine Chance haben, in die Geschichte einzugehen und nicht irgendwie so, dass ihre eigenen Enkel sagen, oh Gott, wir sind so peinlich. Warum habt ihr euch nicht erobern lassen? Warum habt ihr euch nicht erobern lassen? Nice. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Noch ja, du lachst, aber solche Sachen kamen in der Geschichte durchaus vor, dass sich Völker lieber haben erobern lassen, als unter ihrem grausamen Herrscher zu bleiben, der immer alles noch verkackt hat, weißt du?
Zum Beispiel Alexander der Große hat so, glaube ich, Babylon eingenommen, wenn ich mich recht erinnere. Das Wobei das eher auch was damit zu tun hatte, dass die Herrscher entsprechend grausam waren. Und deswegen auch nicht besonders beliebt. So, du kannst dich aber auch schon mal aufs Abmoderieren einrichten. Das habe ich auch gleich vor. Ich bin hier gerade bloß am Grübeln, ob ich irgendwo noch in eine entsprechende Ressource rankomme, die ich toll finden würde, aber so wie es aussieht, nein. Dann musst du noch hier hin. Warte, ich muss nur ganz, ganz kurz gucken, ob ich irgendwo noch eine Einheit habe. Natürlich habe ich irgendwo noch eine Einheit, ich habe es gewusst. So, und damit bin ich fertig. Du auch? Ja, ja. Gut, und damit ist auch diese Folge fertig. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ihr einen Daumen oben da lasst, sowohl bei O'Hare als auch bei mir. Und schaut beim jeweiligen anderen rein. Wenn ihr bei O'Hare zuschaut, gerne auch mal bei mir. Und wenn ihr bei mir zuschaut, gerne auch mal bei O'Hare. Dann verpasst ihr definitiv nichts, was da so abgelaufen ist, denn ich habe keine Ahnung, wie O'Hare hier seinen Krieg führt. Erfolgreich. Das ist das Wichtigste. In dem Sinne, machen wir erfolgreich weiter in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss und Ade. Tschüss.